So, hallo, hier ist Lukas diesmal. Ich habe einen anderen Channel, aber ich dachte, ich mache mal ein Let's Build zu Piston Engines, weil es im deutschsprachigen Raum da ja nicht so viele von gibt. Piston Engines, die gut versteckt sind, ich kann es euch mal zeigen, wie das geht. Sowas hier, Fallgruben, die aufgehen oder versteckte Türen. Wie auch immer, jetzt bin ich hier in meiner Experimentierhöhle, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze geht. Fangen wir einfach mal an mit dem Hebel hier. Man sieht nichts, die Wand ist clean, eine Fackel drüber vielleicht, um es zu erleuchten. Und ich drücke auf den Hebel und eine Tür öffnet sich. Wow. Aber wie geht das Ganze jetzt? Ich bin in ein 2 Sekunden wieder da und zeige euch genau, wie das funktioniert. Gut, wie ihr seht, ich bin immer noch in dieser Höhle, meine Experimentierhöhle, wie ich sie nenne. Ich bin im Creative Mod auf meiner Let's Show Welt. Wenn ihr wollt, könnt ihr dazu später noch ein paar Ausschnitte sehen, wenn ihr das Video durchhaltet. Ansonsten lasst es halt bleiben. Wenn ihr wollt, dann fange ich jetzt auch direkt mal hier mit dem Bauen an. Also, wir wollen ja, dass am Ende diese Wand eine Wand ist, ohne Türloch drin, wie sonst was. Ganz egal, das geht ganz einfach. Man muss ganz einfach die Eigenschaften von Pistons kennen. Stellen wir einfach mal diese Pistons hier hin. Wozu das gut ist, kann ich euch später alles sagen. Und hier zunächst auch erstmal ein Pisten hin. So, diese Konstruktion solltet ihr euch merken, die ist ausschlaggebend für sämtliche Pistenkonstruktionen, die ihr je bauen wollt. Also passt jetzt gut auf, das könnte euch nämlich echt helfen. So habe ich Redstone zum Beispiel verstanden, meinem Bruder. Also, hier ganz wichtig, ihr braucht unbedingt Repeater. Ohne Repeater, sorry, funktioniert die ganze Konstruktion nicht. Also versucht es gar nicht erst. Nur mit Repeatern möglich. Hier hinter dieser Wand ist ein kleiner Hebel angebracht. Also nur zum Erklären hier. Und da führe ich jetzt einfach mal diese Lunte lang. Die Repeater sind gut verbunden. Und von hier führe ich noch eine weitere Lunte. Um eine Ecke, um eine Ecke. Für alle, die es nicht wissen, die Repeater sind im Grunde genommen nur dazu da, Stromkreise zu verzögern. Genau. Und wir können ja gleich mal probieren, ob es jetzt geht. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ja, mal versuchen. Hier. Hat nicht ganz geklappt. Gleich nochmal. Ich habe nämlich einen Repeater vergessen. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja Zeit, denke ich mir. Also. Hier muss auch noch ein Repeater hin, wie ich sehe. Also ein Stein da drauf. Ist ja auch egal. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Dieser Stein muss einen hoch sein, damit beide Pistons auf dieser Höhe auch vernünftig Strom abbekommen. Repeater haben die blöde Eigenschaft, dass die immer einen Stromkreis haben, der auf derselben Höhe ist. Also müsst ihr einfach ein, zweimal rum bauen, ansonsten funktioniert das Ganze nämlich nicht. Hier die Repeater stellt ihr auf möglichst spät, soll heißen. Am besten 3 oder ähnliches. Den habe ich schon einmal umgestellt. Und jetzt müsste das Ganze auch gehen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich bin auch nur, ich probiere halt so vor mich hin. Und die Wand ist geschlossen. Wie man sieht. Ist das nicht toll? Es hat funktioniert. Nochmal, mal gucken, ob es auch wieder aufgeht. Es funktioniert. Das einzige Problem, was jetzt da ist, ist halt diese Redstone-Konstruktion, die man beim Reinkommen sieht. Dafür habe ich noch keine Lösung gefunden, muss ich leider enttäuschen. Aber zur Fallgrube kommen wir jetzt gleich mal, wenn euch das interessiert. Das ist ein ziemlich ähnliches System, bloß dass ihr die Negativschaltung für kennen müsst. Die Negativschaltung ist ganz einfach das Gegenteil. Also ich zeige es euch einfach mal. Ich reiße einfach mal alles hier wieder raus und dann Ist melde ich jetzt mich sofort auch wieder. an. Ich schwebe in diesem Loch, was ich gerade ausgehoben habe. Und ich hoffe, dass der Flymer auch jetzt halten wird. Die dritte Aufnahme, die ich jetzt damit mache, wird schon schief gehen. So. Es ist einfach viel praktischer, damit die Pistons setzen wir wie eben altbewährt hier hin. Bloß, dass diese beiden Pistons jetzt nicht zur Seite gucken, wie wir es eben hatten, sondern nach oben in Richtung Boden halt, den wir gleich auch reinziehen werden müssen. Das ist die Grundkonstruktion dieses Gerüsts. Hier, wir müssen noch ein bisschen erweitern, wie wir sehen, für die ganzen Repeater, wenn ihr das mit noch bemerkt habt. Die Repeater sind sehr wichtig für die Funktionen einer solchen Pistenkonstruktion. Und ohne Repeater solltet ihr also im Survival-Mod spielen, die ein bisschen schwerer zu beschaffen sind. Dann könnt ihr es eigentlich gleich vergessen. Ihr könnt zwar Pistentüren bauen, aber nicht in dieser Form und Schönheit. Also gleich mal anfangen hier.
Die Grundkonstruktion kennen wir ja alle. Hier einfach ein Repeater hin. Hier auch wieder ein Repeater hin. Und erstmal ein paar Redstone-Lunden legen. Das ist ja nicht so schwierig. Dann hier auch wieder, damit diese Pistons dann später mit Strom gespeist werden. Auch wieder schöne Repeater hin. Ist der dann gut gelegt? Mal versuchen. Genau. Tun wir mal zur Hilfe ein paar Fackeln rein, damit wir sehen, wie die Repeater gestellt sind. Ja, gut. Müssen auch hier wieder ein bisschen was rausruppen, wie Gronkh so schön sagt. Weil wir sonst einfach keinen Platz haben. Also raus damit, raus damit, raus damit. Und die Lunte wird wieder gelegt. Ich mache einfach mal zum Zeigen ein bisschen mehr Platz, weil sonst kann ich verstehen, wenn man nicht folgen kann. Oft sehe ich dann so Redstone-Schaltungen und denke mir nur, was ist das denn? Ich sehe einfach gar nichts dann. Und so denke ich es einfach besser. Jetzt entscheiden wir uns für eine Richtung, also zum Beispiel hier, da lang, legen wir einfach mal diese schöne Schaltung. Ganz genau. Wir wissen, mein PC ist ziemlich laggy, deswegen dauert das ja manchmal ein bisschen länger. Ist ja auch egal. Jetzt kommt der spannende Teil dieser Negativschaltung, der ganz ausschlaggebend für eine Falle dieser Größenordnung ist. Also, wichtig, jetzt wird spannend. Hier, so, manche dürfen es jetzt bemerkt haben, ich musste die Aufnahme schon wieder neu starten. Ich versuche aber so genau wie möglich alles jetzt nachzubauen. Ich war schon fertig und hatte erst dann gemerkt, dass die Aufnahme beendet war, warum auch immer. Wichtig ist jetzt, wie jedes Teil, was von Strom gelenkt wird, auch bei Minecraft, es kann nur mit Energie arbeiten. Und wenn keine Energie da ist, im Moment ist keine Energie da, funktioniert der ganze Schaltkreis nicht, wie wir sehen. Jetzt kommt das Interessante. Diese Redstone-Fackel wird Energie ins Spiel bringen und das hochbewegen. Ich decke einfach mal dieses Ding hier ab, um euch zu zeigen, was dann passiert. Also, das habe ich euch jetzt einfach mal erspart. Mein Gelaber plus umbauen, ausbauen. Also, ihr legt jetzt hier Redstone hin. Einen Block drüber, das geht, der Redstone leitet dann trotzdem, und eine Pressure Plate. Das, oh, zum Beispiel, ihr könnt auch einen Hebel hinpacken, aber mit einer Pressure Plate geht's halt gut, weil das oft nicht bemerkt wird von demjenigen, der drauf tritt. Das ist ja der Sinn einer Falle. Jetzt wird's interessant, weil, wie man gleich sehen kann, ganz genau, man sieht nichts, nur diese Pressure Plate. Komme ich als nichts an, der Passant hier lang, öffnet sich dieses Loch. Das Problem ist, ich habe jetzt ein bisschen weit weggebaut, um es allen zu verdeutlichen. Das müsst ihr dann in eurer Konstruktion, Falle, wie auch immer, schauen, wie ihr das machen wollt. Ich habe es jetzt einfach zum Zeigen gemacht. Ich kann euch gerne eine praktische Anwendung zeigen. Bis gleich. So, ich bin vor meinen Nachbauten der Minen von Moria. Ein wahres Pistenabenteuer steht euch jetzt bevor. Hier ist die Fallgrube, die sich öffnet für die unvorsichtigen Idioten, die es wagen. Ist ja auch egal. Hier kann man das schön sehen, was man mit Pistons alles machen kann. Ich musste hier was rausruppen, weil ich gearbeitet hatte, hatte ich vergessen wegzumachen. Hier hat man jetzt die Wahl zwischen zwei Hebeln. Welchen wollen wir nehmen? Ich weiß es nicht. Ich bin relativ neutral. Und jetzt schwebe ich wieder, denn wenn ich den falschen Hebel wähle, falle ich hinunter. Mit dem anderen Hebel öffnet sich die Tür in die Schatzkammer, die man da sieht. Also, wir können ja mal den hier versuchen. Wie man sieht, geht es gerade in die Lava runter. Wer hier drauf tritt, ist tot. Auf jeden Fall, weil er auch nicht wieder rauskommt. Ich habe das so gebaut, dass man aus keiner Perspektive an diesen Hebel rankommt, der einen in den Tod bringt. Sinn der Sache ist, dass man nur eine Chance hat. Und wer diese Chance nicht vernünftig nutzt, der landet halt in der Lava und nicht in der Schatzkammer, voll gecheatet mit dem Creative Mod, wie man so schön sagt. Und Slime Balls und so weiter und so fort. Aber ihr solltet ja nicht umsonst eingeschaltet haben. Wir werden jetzt zurück zum Eingang gehen und dann geht die Schlossführung weiter. So, für alle, die es noch nicht kapiert haben, das Let's Build Piston Engines, wie ihr es nennen wollt, ist hier vorbei. Ich möchte euch nur nochmal zeigen, was mein Bruder und ich in letzter Zeit so alles gebaut haben. Da gehört diese Halle von Moria dazu. Ist nur ein kleiner Nachbau, wir müssen das nochmal ändern.
Und jetzt werde ich auch mal Schluss machen. Habt ihr Lust auf ein Let's Show? Das ist meine Frage fürs nächste Mal. Schreibt Comments, liked einfach. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.